Wir sehen hier das Samsung S7220. Auf der Rückseite hat dieses Handy eine 5-Megapixel-Kamera. Und genau die wollen wir jetzt mal testen. Am leichtesten gelange ich in die Kamera hier über den Auslöser an der Seite. Wenn ich den länger drücke, dann öffnet sich das Kameramenü. Und ja, hier habe ich erstmal mehrere Möglichkeiten und Einstellungen. Hier unten habe ich einen Shortcut in mein Bildermenü. Dann, wenn ich hier links gehe, kann ich Makro ein- und ausstellen, Fotolicht an- und ausstellen. Hier kann ich die Helligkeit verändern. Und nach unten kann ich den Selbstlöser aktivieren. Dann gibt es hier weitere Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann ich zur Videokamera wechseln. Beim Aufnahmemodus haben wir zum Beispiel die Smile-Shot-Funktion, Szene, Auflösung, das geht hier runter bis VGA-Auflösung, dann Gesichtserkennung, Weißabgleich. Da gefällt mir sehr gut, dass sich das hier direkt in der Vorschau ändert. So, dann verschiedene Effekte. Auch da ändert sich die Vorschau direkt. Den ISO-Wert kann man einstellen. Belichtungsmessung und dann gibt es hier noch weitere Einstellungen, zum Beispiel den Bildstabilisator, White Dynamic Range, Fotoqualität, Autofokus, Kontrast, Sättigung und Schärfe. Und hier kann man auch noch die Kamera an sich einrichten, zum Beispiel beim Suchermodus kann ich auswählen, ob die Symbole angezeigt werden sollen, keine Symbole oder ob ich vielleicht sogar Hilfslinien angezeigt bekommen möchte. Dann überprüfen, Autorotation und GPS-Verbindung, Auslöseton, Audioaufnahme, ja, welcher Speicher verwendet werden soll. Und ganz unten haben wir die Schnellzugriffe. Genau, so, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal ein Foto. Und das Handy löst sehr, sehr schnell aus. Leider ist es insgesamt ein bisschen zu dunkel geworden und es wirkt auch leicht unscharf. Unsere Tests haben generell gezeigt, dass Fotos bei Innenaufnahmen eher zur Unschärfe neigen. Ansonsten sind die Farben aber recht natürlich. Manchmal hat man aber auch starkes Farbrauschen. So. Ja, hier gibt es jetzt noch mehrere Möglichkeiten. Man kann das Foto bearbeiten. Dann kann man sich die Details zu dem Foto ansehen. Man kann es verschicken als Nachricht, E-Mail oder per Bluetooth. Man kann es direkt ins Internet hochladen, als Hintergrund- oder Anruferbild abspeichern. Oder man kann es löschen. Und jetzt wollen wir mal in die Videokamera wechseln. Hier habe ich auch mehrere Einstellungsmöglichkeiten, allerdings weitaus weniger. Man kann den Aufzeichnungsmodus verändern und die Videolänge und Größe für MMS begrenzen. Man kann zwischen zwei Auflösungen wählen. Die höchste ist 320x240 Pixel, also QVGA-Auflösung. Dann gibt es auch hier den Weißabgleich. Effekte und die Einstellungen, das sind die gleichen, die wir eben schon gesehen haben. So, dann wollen wir mal ein Video drehen. So, und das kann man hier natürlich direkt abspielen. Es flackert ziemlich, das liegt allerdings hier an unserer Beleuchtung. Ansonsten ist es ja wieder ein bisschen zu dunkel geraten, aber von der Qualität her scheint es ganz okay zu sein.